Herzlich willkommen von Vroom Adventure. Ja, diesmal geht's in die Wahiba Sands. Das ist über 100 Kilometer Sandpiste. Und das ist bis jetzt das beste Abenteuer, was ich bis jetzt im Sand erlebt habe. Aber eins kann ich sagen, die Einzelbereifung, die macht's aus. Es ist also um einiges besser. Er versauft nicht mehr so fest im Sand wie mit den Doppelbereifungen. Auch die Traktion ist besser. Ja, dann lassen wir ab und viel Spaß. So, neuer Morgen, nachdem wir jetzt 4 Tage gewartet haben, damit wir nicht alleine durch die Düne gehen müssen, fahre ich jetzt da mit einer Reisegruppe mit von Mantoko, die wir immer mal wieder sehen. Es geht da richtig hoch in die Dünen und dann geht es zweimal in die Täler hinein. Gestern sind ein paar durch, die haben mich informiert, wie das so abläuft. Und jetzt, falls was ist, weil ich war vorher allein, weil meine 2 Reisepartner das nicht machen wollten. So, jetzt aber neuer Anlauf. Wir sind hier quasi in Startposition auf dem Weg über den Dünengürtel zum Wadi Al-Wahiba und hier die anderen Fahrzeuge, die uns auch noch begleiten, weil man könnte ja jemanden zum Rausziehen brauchen. So sieht das aus, wenn sie nur platte Reifen haben. Erstmal geht's durchs Dorf. So leben hier die Menschen. So, da müssen wir jetzt hoch. Der erste Teil, kein Problem. Und dann geht es ein bisschen steiler, aber wir waren ja schon mal oben. Kannst du filmen? Filmen? Kannst du filmen? Untersetzung. Ach, die Untersetzung, okay. Und dann, musste und davor, ich jetzt... das war, bis hier warst du schon mal, oder? Bis hier war ich schon mal, ich bin aber ein bisschen mehr rechts gekommen. Jetzt habe ich das Gefühl, war alles einfacher. Wobei das andere ein bisschen weicher ist, glaube ich, weil so viele Spuren sind. Besser, wenn ein paar Leute einfach in der sind. Ja. Da kommt die Bea, die fährt alleine, mutig, mutig, Frauen Power. So, jetzt kommt der Eddy mit seinem Atego und der hat keine 10 Tonnen, also null Problemo für ihn. Atego sei Dank! Eddy macht das gut. Also Stau auf der Wüstenautobahn, denn diese Ziegen, die wollen wir natürlich hier nicht mitnehmen. Wir müssen mal warten, bis die wieder durch sind hier. So, da kommen die Mantokos, die Reiseleiter von dieser Reisegruppe, zu der ich mich schnell mal kurz anschließen durfte. Natürlich auch kein Problem mit diesem Track da. So, da wird gerade die nächste Düne angeguckt. Und da müssen wir hoch, da hinten, ihr seht es da. Jawohl, links, da.
So, der erste juckelt da hoch. Kein Problem, der ist auch leicht. Und alle gucken sie zu. So, der nächste, diesmal ein Sprinter, 4 Tonnen und etwas. Da sind gerade noch Schafe, Ziegen sind das. Und der wird das auch locker schaffen. Fahren links, weil das weniger schräg ist und weniger Gehuppel, vermutlich weiter vorn. Er nimmt eine linke Spur, die ist moderater. So, da kommt die Lady Power, Schweizerin, alleine sogar unterwegs, Frau. Tipptopp macht sie das. Mit ihrem Sprinter geht es da hoch. Sie kurvelt ein bisschen zu eng manchmal, aber sonst macht sie das super. Jetzt fahren wir auch mal los. Du bist langsam, René. So, jetzt 2 Hügel geschafft. Was? Jo! 2 Hügel geschafft und jetzt geht's da eigentlich, ich glaube, das Schlimmste vorbei. Und jetzt geht's da, ihr seht den Sprinter.
Also, wir sind immer noch mit dabei, obwohl er ziemlich hinten gestockt hat, wegen dem Gewicht, das weiß ich ja. Ziemliche Schräglage. Ja, Schräglage hat sie ja rechts ein bisschen. Ja, aber das ist... Da schwimmen wir jetzt rein in diesen Sand. So, das war jetzt Schräglage. Mulmiges Gefühl. Die linke Spur wäre besser gewesen. Aber nachher ist man immer schlauer. So, jetzt geht es da hoch. Das sieht vom Sand her eigentlich ziemlich gut aus. Ich fahre da im vierten Gang mit Untersetzung ein bisschen schneller wie die anderen. Wegen meinem Handicap von zu viel Gewicht hinten. Aber das hier, das ist eigentlich einfach. Jetzt tue ich bereits den Reifendruck hinten wieder ein bisschen höher, weil ich ziemlich platt bin hinten. So, das ist mal geschafft. Jetzt habe ich den Reifendruck um ein halbes Bar hinten und vorn wieder erhöht. Während der Fahrt, weil ich hinten wirklich platt fahre fast, muss ich. Aber jetzt sieht es gut aus. Also die Piste ist jetzt so gut, dass ich sogar im fünften Gang fahren kann, fünft mit Untersetzung, das heißt dann zweieinhalb. Ich habe ja auch die Leistung, untertourig sogar habe ich die. Hier gibt es zwar ein paar Waschbrett, die anderen sind schon die vorne. So, die anderen denken, ah, da kommt der Möbeltransporter und Unrecht haben sie nicht mal, weil es ist wirklich ein großes, schweres Teil, aber trotzdem, es ist viel möglich mit einem eisernen Willen, ein bisschen Know-how und komme ich mindestens auch mit denen mit da. So, jetzt sind wir in einen Stau geraten. Ich fahre ein bisschen schneller wie die, aber ich kann da nicht überholen. Ja, nur jetzt. Wir haben ja Zeit. Oh, wird's ruckelig. Kronenwellen reiten nennt sich das. Habt ihr ihn wieder hochgetan? Ja, ja, klar. Ja, ich auch. Und festgefahren. Hä? Soll ich dich rausziehen? Kleine Scheune. Ich übrigens dran. Auch, habe mich extra hinten ein bisschen reingebuddelt, damit ich gerade stehe. Tja, festgefahren. Der war natürlich mit dem Reifendruck wieder etwas mehr oben. Das geht schnell und wir haben bereits schon mal geschnaufelt, aber es ging noch nicht. Jetzt noch ein bisschen schaufeln
und dann kommt er schon frei. So, Pause vorbei, die meisten sind schon vorgefahren und jetzt geht's weiter. Wir haben erst 20 Kilometer geschafft von 140. Ja, wunderbar. Diesen Dünenkamm mussten jetzt gerade alle mal runterfahren. So sieht das aus. Immer wieder müssen wir über so kleine Dünenkämme drüber. Runter kommst du da schon, kein Problem. Also gerade mal kurz leider festgefahren. Eineinhalb Sekunden eingegraben bis zum Staukasten. Tja. So, abschleppen über den Dünenkamm hinweg. Also wenn er da erstmal drüber ist, geht es ja praktisch von selbst. Aber raus muss er aus diesem Tiefsand. Stopp! Da kommt der Eddy, der hat uns gerade rausgezogen. Weiter geht's. Sanddünenkamm wieder runterfahren. Das ging gut. So, da bin ich gerade vorne runter, allerdings die linke Spur, neue Spur, aber das ist einfach. Runter ist immer einfacher. Hoch nur mit Anlauf. Gut gemacht, Eddy. Das ist jetzt schon mal speziell. Da fährt man so eine Stunde durch die Wüste und dann kommt irgendwann eine prächtige Moschee. Ja, das zeigt uns, Gott ist groß und Allah ist überall, auch in der Wüste. Eddy, der fährt als erstes die Düne runter hier und nimmt ein bisschen mit seinem Unterfahrschutz. Und auch der Dietmar rutscht hier schön runter. So, neuer Morgen. Wir haben hier campiert, mitten in der Wüste, bauen die doch tatsächlich eine Moschee, obwohl sie ja nur Hirten hat. Ja, wir haben gestern 50 Kilometer geschafft, haben über 5,5 Stunden gebraucht, um uns durch den ja doch sehr sandigen Teil zu durchkämpfen. Ja, und heute geht's weiter. So, wir sind wieder unterwegs. Es geht da über diesen Kamm. Der Sand wird immer besser, also nicht mehr so weich. So, der Sand ist wieder weicher geworden. Aber es geht gut. Wir müssen ein paar Dünen überqueren. Ui, da geht's runter.
ganz schön fest. Wegen Schräglage verlasse ich die Piste und ich bin jetzt oberschräg und trotzdem bleibt es stehen. Auch wenn ich vom Gas gehe natürlich. Das ist Wahnsinn. Also spannende Strecke, ein Dünenkamm nach dem anderen. Da kommt der nächste. Jetzt mache ich den Reifendruck runter. Vollgas! Es reicht nicht. Oh, das war eine riesen Dünenhochfahrt. Ich habe es zweimal versucht, bin nicht hochgekommen, musste mir eine andere Spur wählen, geradeaus. Und dann ging es. Ihr seht. Das ist Wahnsinn hier. Also eigentlich habe ich nicht mit so viel Sand gerechnet, aber noch sind wir on the road, on the Sand. Und ja, die anderen sind hinter uns, die haben jetzt den Reifendruck wieder runtergelassen. Einmal mehr Schraube abgebrochen, obwohl das eine Zylinderkopfschraube ist, Stoßdämpfer. Wieder hängt er. So eine Scheiße. Kaum angehalten, finden es die zwei in dieser Landschaft schon wieder echt spannend. So, ich bin da mitten in der Wüste am Arbeiten. Sandra hält mir eine Decke, weil es windet und der Sand bläst mir um die Ohren. Und von überall her, und ich habe Glück, die Schraube hat sich vorher ein Stück gelöst. Vielleicht ist sie auch wegen dem abgebrochen und sie kommt raus. Und Ersatz habe ich dabei. Auch der Eddie und Dietmar haben diese Strecke bewältigt, während bei uns immer noch Wüstenwerkstatt ist. So, ich habe es geschafft. Der Stoßdämpfer ist wieder dran, hat eine neue Schraube gekriegt. Die gleiche, gibt keine stärkeren. Ja, ich bin natürlich über diese Dünen, musste ich Anlauf holen und dann ist die Hinterachse vermutlich mal gesprungen. Sonst haben sie überall hingelegt. Wirklich, okay. Noch 6 Euro. Guck mal, das habe ich. Hoffe, das geht nicht da hoch. 6 Dünenkämmen noch. So, jetzt wird es spannend. Da geht es nämlich ganz schön hoch da hinten. Ja, wo fahren wir nun? Also, ich würde die rechte versuchen. Dann die Wurzel.
dann schräg wieder hoch auf den Hügel, weil hier ist so steil. Du nimmst aber die linke, also gut. Ach du Scheiße, wie soll ich da hochkommen? Ey? Ja, ich glaube, das könnte aber gehen, weil es ist nicht so stark die Steine. Oder rechts so? Ich bin überschlagen. Jetzt stehen wir auf der höchsten Düne, die wir hier in der Gegend haben, die wir umfahren mussten. Aber das war natürlich auch ein Weg, wenn man nicht hochkommt bei der Steigung. Und hier fahren die anderen natürlich. Die Aussicht ist natürlich gigantisch hier. Tja, da kommen sie, die Einheimischen. Die haben es natürlich easy peasy mit ihren Fahrzeugen hier. Da braucht es jetzt Anlauf, oder? Nee, das sieht ganz gut schlimm aus. Ausgesehen, aber es ist nicht so steil. So, wir beklimmen mal wieder einen Dünenkamm mit Schwung. Aber der ist einfach, weil er fast keine Bodenwellen hat. Ja, da kannst du Gas geben, gell? Da haut es dich nicht raus aus dem Schwung. Da vorne stehen sie ganz schräg, siehst du das? Ja, ja. Das ist ziemlich schräg. Da musst du gucken, wo du da fahren kannst. Auch für dich zu schräg vielleicht. Mitgekriegt hat, ging es da gerade jetzt mega steil hoch und am Schluss sind wir im Sand verhungert. Jetzt muss man schaufeln. Also der fährt da ganz easy hoch, der ist natürlich auch schön leicht. Jetzt ist gut. Nicht mehr so viel Steigung. Die Sandfläche. Sehr gut. Ja.
Strecke nach dieser sportlichen Aktion jetzt hier. Jetzt machen wir den Reifen noch ein bisschen runter. Wir sehen in der Ferne eine ganz schöne Steigung. Unser Frühstücksplatz jetzt mit Panorama. Auch Hundis brauchen eine Fahrpause. So, wir reiten mal hier ein bisschen auf der Düne rum. Ja, wieder eine Düne. Kamm zum Überwinden. Nicht so viel labern, schalten. Da hinten ist was. Ja, weiterfahren. Weiterfahren. Da wird es steiler. Da geht es nochmal hoch, richtig vorne lang. Aber richtig. Erst mal runter jetzt. Jetzt fliegst du wahrscheinlich ab. Oder? Nee, mach ich den Taschgas geben. Waschbrettpisten, die sind echt anstrengend, kannst auch nicht richtig Gas geben. Dünenberg hinüber, da kommt schon da vorne der nächste. Kritische Stelle, hier geht es nämlich ziemlich schwammig steil runter mit mega Schräglage, also wir brauchen einen neuen Weg. Da wieder rausfahren. Boah, der rutscht. So, da müssen wir jetzt vorwärts und da müssen wir jetzt raus. Geht nur mit Sandblechen. Über die Sandbleche jetzt hier diese Schräge runter. Das Loch. Eieiei, der Schwand. Das ist ja Wahnsinn. Super. Wir fahren wieder weiter, freigeschaufelt. Also das war die hier, das nutzen die Einheimischen so ein bisschen auch als Halfpipe. Da geht's den Berg hoch bis zum Gipfel. Versucht er zumindest. Oben steht einer, der hat's geschafft. Ja, und wir fahren jetzt weiter. Nach einer Pause.
noch ein Stück weit die Wüste. Schlafplatz an der Düne. Der ist geil. Ein Rad in der Ruf, keine Tischsperre. Absoluter Hammer. Dann mit Kippen versuchen. So geil. Funktioniert nicht. Ja, wir haben eine Abendshow. Hilfe auf Romanisch nennt sich das. Ich lache mich tot. Jetzt passiert was. Also ich glaube, da braucht es einen Fachmann, weil was die Romanis da veranstalten mit dem Fahrzeug ist einfach wirklich. Jetzt hängen sie sich zu viert dran, aber die schaufeln nur den Sand weg. Ach, ist das geil, ey. Tja. Also sie versuchen es jetzt mit Schaukeln, dann mit traubenartigen Anhängen ans Fahrzeug, aber irgendwie will das nicht funktionieren. Ich würde es einfach rückwärts, vorwärts runterschieben, dass es unten ist und dann hat es ja unten wieder Grip. Die Hunde merken auch die Aufregung und dann ist gleich Action hier. Macht viel Sand, aber bringt nichts. Schau, sein Gewühle. Also, der hat sich mal unser Abschleppseil ausgeliehen. So, raus die Aktion. So schaut's aus. Jetzt steht er zum Beispiel unten. Trotzdem schon cool, weil die fahren in die Dünen auch mit diesen Mitsubishis. Und die kommen da locker. Aber die schonen natürlich auch ihre Fahrzeuge null. So, das war es wieder von mir. Ist jetzt ein bisschen länger gedauert, aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch oder Abo. Und auf Instagram unten seht ihr den Link, wenn ihr mir da auch noch folgen wollt. Okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.